Hallo Pinguin und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur. Denn in der letzten Folge haben wir die Arena-Leiterin besiegt, wo Brokkel einfach mal so gedacht hat, so Klaps, easy weg da. Und mir ist eine Sache aufgefallen, und zwar, wenn ich hier damit dreht, dann geht der irgendwie so hoch. So, also irgendwie hat mich das ein bisschen an die Delion-Drehung erinnert irgendwie. Und hier, ich habe meine Pokémon, das ist jetzt einfach Wollknoll und Hefeklos diesmal richtig geschrieben. So. Aber ich gehe jetzt erstmal, oder besser gesagt, fahre mit meinem Motorrad zum Zielpunkt. Kann ich vielleicht einfach dein liegen? Nee, hä? Ich denke, als nächstes kommt der Wasser-Arena-Leiter. Und ich merke gerade, dass ich da nicht weiter bin. Und ach ja, Brokkel entwickelt, ist auch kurz davor, sich zu entwickeln, ist auf Level 15. Und Brokkel entwickelt sich auf Level 16. Ja. Was gut ist, weil ich würde gern die Weiterentwicklung sehen. Ich weiß, ich sag das viel zu häufig, aber kann man hier so bam 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 und ein da. Boah. Man kann doch irgendwie online spielen, also könnte man doch voll cool irgendwie so was gegeneinander machen, falls man mehrere Freunde hat, zum Beispiel. Falls irgendwie zwei Purpur haben und zwei Karmesin, können die ja aus Purpur in einem Team spielen und die aus Karmesin halt dann auf deren jeweiligen Pokémon. Das Mankey Wuffel. Ich fange mir einfach einen Wuffel. Weil Wuffel ist ein cooles Pokémon. Doppelteam. Ja, bringt dir nur erstmal nicht so viel, weil jetzt bekommst du einen Biss. Und ich werf Pokéball. Ja. Und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es drin bleibt. Ja, klasse, Wuffels wurde gefangen. Sie leben in Rudeln, bis sie ausgewachsen sind. Wenn sie schlecht gelaunt sind, schlagen sie mit ihrem kleinen Fellkragen auf den Boden. Nein, nicht einfach in die PC-Box, weil ich habe eigentlich nicht vor, Wuffel ins Team zu nehmen. Ach, ich wollte eigentlich den Pokéball, aber Pokédex vervollständigen ist wichtig. Also würde ich sagen. Und ich sollte meine Pokémon auf jeden Fall trainieren, weil bisher ist Brokkel nur einigermaßen hoch auf 15 und mit den anderen habe ich eigentlich nie gekämpft. Weil ich meine, wenn Brokkel alles zerstört, warum brauche ich dann was anderes? Ne? Never change a running system. Und ich meine, Brokkel funktioniert ja. Okay, das ist das erste Mal, dass ein Pokémon ausfügt. Und was ich krass finde, mir gehorchen einfach Pokémon jetzt bis zu Level 25. Okay. Das war jetzt nicht gewollt. Und Digga, mein Team sieht doch echt noch so bescheuert aus. Komm, Amo. Amo regelt das schon. Ne süßer Fratz. Ja, mach halt noch mehr Schaden. Ich mach fast gar keinen Schaden.
Hallo, ich möchte flüchten. Danke. Was bist du denn für ein Ding, Alter? Hallo? Warum nicht? Achso, er ist... Gut. So, Auto heilen geht natürlich nur, wenn das Pokémon beliebt. Und du siehst aus, als hättest du Bock zu kämpfen. Dich habe ich an der Akademie gesehen. Du bist vor kurzem hierher gezogen, nicht wahr? Ja. Akademie-Schäler Björn. Der sieht schon ein bisschen älter aus. Ja. Glut. Okay, ja, kannst du machen. Ich mach lieber einen Schaden. Macht mehr Schaden. Ja, denke ich. Blauer, obwohl das auch nicht gerade viel macht. Aber ich finde das auch irgendwie cool, dass man so die Kamera bewegen kann. Zwar ist das irgendwie ein bisschen komisch. Aber egal. Es ist ja mal interessant, den Pokémon-Kampf auch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Oh, hallo Minky. Aber du siehst so süß aus, Pokel. Und leider entwickelst du dich noch nicht. Aber das wird auf jeden Fall in diesem Video passieren. Was bist du? Das ist Schlingel. Biss. Eine Feuerattacke würde es heben. Das macht ja fast nichts. Pokéball fang es. Okay. Das war nix. Hör doch auf, mein Gott. Aber das sieht doch mal interessant aus. Schlingel. Die regionale Küche. Küche. Was für Küche? Küche. Paldeas ist sehr scharf, weil die ausgefallenen Vorderzähne von Schlingel zum Würzen verwendet werden. Aber was zum Teufel ist das? Du kommst einfach erstmal in die PC-Box. Pokel entwickelt sich. Weil das sieht aber cool aus. Lococo. Weiß ich nicht, vorher hast du mir besser gefallen. Ja, scheiße, ich wollte mir den Pokédex angucken. Kann man hier irgendwie, also als Pokel hast du mir auf jeden Fall besser gefallen. Hoffentlich sieht die Endentwicklung dafür geil aus. Und ich bin auch gespannt, wie die anderen Starter aussehen. Es bleibt aber trotzdem bei Brokel. Ein Schwan. Instant weg.
Und ich bin gespannt, wann sich halt jetzt auch die anderen Pokémon entwickeln. Rutenstark kann weg. 1, 2 und Bob. Giftspitzen bei wem? Hm. Rutenstark. Brauche ich nicht. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich mein Team baue, weil ich ja auch noch nicht alle Pokémon kennen und die deren Endentwicklungen, weil irgendwie entscheide ich bin dort ein bisschen komisch, aber ich entscheide gerne, also auch vom Aussehen her, weil ich meine, es bringt ja nichts, wenn dir ein Pokémon nicht gefällt. Aber Broke bleibt, egal wie die Endentwicklung aussieht, ich finde, der Starter muss im Team bleiben. Egal. Oh, Broke ist ja fast. Passt gut. Beute, ich heile dich mal lieber. Wie sieht die Animation aus? Boah. Okay. Haltestrahl, ja, schrei mal ruhig. Ich mache in der Zeit ein Biss. Weiß dich. Und ja. Dann probiere ich es nochmal, weil noch ein Biss würde es töten. Warum befreist du dich? Warum sind die ganzen Pokémon denn jetzt so eingeführt? Wow. Dann mache ich einfach mal Kanon. Ein Kanon tötet das doch bestimmt nicht. Okay, dann lass ich es einfach dabei. Wenn du nicht willst, dann fange ich dich halt nicht. So. Geht es dir jetzt irgendwo hin zu irgendeiner Arena oder zu irgendetwas, was mich in der Story weiterbringt? Weil das wäre sehr interessant. Eine Kraft. Du bist wieder dieser komische Vogel, naja. Ne? Da oben ist ein Pokéball. Aber ich finde das cool, dass man. Oh, nee, es war noch nicht mal einer, dass man die Sachen einfach so schnell mitnehmen kann. Oh, hallo. Die westliche Zone 1 wird von Wind beherrscht. Wusch, wusch. Ich vermute mal Flug-Pokémon. Aber jung und alt sind echt auf der Käferfessel. Aber da bin ich ja mit meinem Brokel gut drauf vorbereitet. Und zack, Blutzug ist weg. Und wieso brauche ich ein anderes Pokémon, wenn ich Brokel habe? Jetzt nimm dir. Hallo Pampuli, das wieder mitkriegt. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Aber ach komm, ich Escher es trotzdem eben weg. Ich denke, ich sollte vielleicht einfach mal ein bisschen leveln. Ja. Zack, Level 17. Wangenrubbler, ja. Aber ich würde so gerne eine Weiterentwicklung von Pamo sehen, aber. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, halt weil es halt wahrscheinlich wie es stand ja Maus-Pokémon, weshalb ich vermute, es ist einfach wieder dieses typische Pikachu-Pokémon von der jeweiligen Generation ist. Und hallo, wer bist du? Ein Picknick. Hochzusteigen ist mühsamer als gedacht. Nach so einer Strapaze brauchen Körper und Geist erst einmal einen Happen zu essen. Die Zutaten hier sind für dich. Damit kannst du auch du dir ein wenig Nahrung zubereiten. Lange, Apfel, Banane, Joghurt, Stark. Ja. Na, was hältst du von kleinen Rest und mich etwas aussuchen? Ja, warum nicht? Jetzt habe ich das aus Versehen geskippt. Na ja. Beinahe
Mahlzeit kommt man doch gleich wieder zu Kräften. Ich finde es wichtig, sich gegenseitig aus der Patsche zu helfen. Also sag gerne Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Mach ich. Wenn ich Hilfe brauche, komme ich zu dir. Ach nee, nicht du schon wieder. Du bist so klein, dich sieht man nicht. Flucht, direkt weg. Keine Lust auf dich. Warte mal, ich schick dich einfach los, weil dann gehst du doch auch so automatisch in Kämpfe rein, oder? Kannst du die fertig machen, oder? Warte mal, so. Okay, dann gehen wir in den Kampf. Perfekt. Ich dachte, das gäbe auch irgendwie so ein automatisches. Automatischen Kampf. Wo Pokémon. Insomina? Was ist denn Insomina? Und warum zum Teufel ist das Level 17? Mein höchstes Pokémon ist Level 16. 2. Aber, oh, diese Textur vom Gras, Alter. Ey, das ist echt schade. Man merkt, dass das Spiel noch nicht fertig ist. Hätten die sich nicht, hätten die, die hätten sich ein Jahr mehr länger genommen und dann wäre das ein so geiles, könnte das ein so geiles Spiel werden, aber nein. Die hauen es früher raus und verkacken es dann so und die Texturen sind alle scheiße. Solange es Wasser und Sonnenlicht hat, kann es mit den Blättern seines Körpers Energie erzeugen. Und so ohne Futter im Gebirge überleben. Ja, Mehikel kommt auf die PC-Box. Das ist ein neues Pokémon. Wer bist du denn? Sieht ein bisschen aus wie ein Fee-Pokémon. Pokéball fangen, dieses Blattkutu. Ach Gott, das hängt jetzt irgendwie in der Luft. Man merkt wirklich, das Spiel ist noch nicht wirklich fertig. Cooler Augen, nein, weg. Ja, irgendwas mit Pokémon erinnern. Psycho, oh. Es verbringt seinen Alltag damit durchs Ödland zu rennen, wenn jemand seine geliebten Bären spielt, setzt es den Täter nach und nimmt Rache. Junge. Mit 0,2 Meter, also groß ist das Pokémon jetzt nicht. Armelin. Aber ich möchte irgendwie gerne mal coole neue Pokémon, irgendwie haben mich bisher noch nicht alle so wirklich vom Hocker gehauen. Also nicht wirklich so das Pokémon, das ist richtig geil. Blip. Wenn ich Typen raten müsste, Wasser. Also wäre jetzt meine Vermutung. Ist ernsthaft zweimal jetzt zurückgeschreckt. Los, Pokéball fangen. Warum hängt der Ball jetzt in der Luft? Schon wieder. Da merkt man, dass das Spiel ist einfach wirklich nicht fertig. Oh, ich merke gerade auch, ich sollte jetzt vielleicht mal das. Oh, Elektro. Ja, gut. Da sich mein Brokokel weit entwickelt hat, muss ich jetzt natürlich auch ändern. Ja. Aber jetzt erstmal hier zurück zu Blip, das Stromkörper-Pokémon. Durch den in seinem Körper gespeicherten Strom kann es schweben. Bei Gewittern schwebt es höher über dem Boden als gewöhnlich. Nein, ich möchte es kein. Also es kommt einfach erstmal in die Box. Mal gucken, wie es so
Lol. Hier ist ein Item. Ein Prachtfeder. Oh, Tafel Wasser. Auch sehr, sehr schön. Very, very nice. Weil neue Pokémon sind immer nice. Ich hoffe, dass es auch ein paar länger neue Pokémon gibt. Hoffentlich die letzte Entwicklung von Poco. Aber eine Mittelstufe ist ja... Was ist das? Mittelstufen sind ja immer so... Okay. Ist das so ein Terra-Kristall Marmelin? Yep. Eis? Wilde Terra-Kristall-Pokémon fangen. Terra-Kristallisierte Pokémon können nicht gefangen werden. Wenn du sie fangen möchtest, musst du erst ihre KP verringern und so ihre Terra-Kristallisierung auflösen. Okay. Boah, 21! Bamo? Es ist doch Eis, ich Idiot! Da fällt mir gleich mein Controller runter. Ich mach einmal Wangen runter. Ich habe so vergessen, dass das jetzt auf einmal Eis ist. Sag mal, hau ich noch einmal mit Rockflip rein. Ja, Pamu stirbt jetzt leider. Es tut mir sehr leid, Pamu. Aber ich habe nicht daran gedacht. Roke kommt jetzt nochmal. Und einmal einäschern. Ich habe... Ja, und das ist sehr effektiv. Und jetzt hat die Terra-Kristallisierung aufgehört. Und ich kann jetzt einen Pokéball werfen. Und hoffentlich bleibt es dann. Ich würde den Ball gern sehen. Ein Blatt. Ball im Weg. Level 18. Barmeniden füllt es die Schwimmblase um seinen Hals mit Luft, tragt seinen Kopf aus dem Wasser und es kann die Bewegung von Beute an Land beobachten. Nein, ich hatte nicht vor, Barmelin in mein Team aufzunehmen. Aber es wurde jetzt nun somit im Pokédex gesehen. Das ist doch eine schöne Sache. Und ich merke gerade, wie ich fast gar nicht vorankomme, weil ich mich die ganze Zeit viel zu sehr ablenken lasse. Hey. Hey du, ich bin per Anhalter unterwegs. Kannst du mich auf deinem Reitpokémon mitnehmen? Ein Backpacker Benedikt. Warum willst du jetzt mit mir kämpfen? Ich konnte gerade X-Ray. X-Ray? Geht leider nicht. Aber ihr habt's gerade kurz gesehen. Nebula. Habt ihr den 360 gesehen? Deine Pokémon haben mich ganz schön mitgenommen. Ja. Das sollten sie auch, weil die sind sehr, sehr stark. Was sind das für... Das sah gerade so aus, als wären das so zwei Augen. Ich dachte mir gerade, was sind das für zwei Augen? Was ist das für ein Riesen-Pokémon? Aber es waren nur zwei Nebula. Und hier ist ein Pokémon-Center. Einmal Pokémon wieder fit machen. Und ich ist nur Dings, Pamon, glaube ich, gestorben. Anvisieren. Drücke die... Ja, weiß ich doch schon.
konnte mich schon mittlerweile ein bisschen reinfinden. Ich folge einfach mal der Straße und weiß nicht, wo lang es geht. Bringt mich das hier überhaupt irgendwo hin? Leute, was ist das denn für ein Pokémon? Das sieht ja mal interessant aus, das möchte ich haben. Ich bin am Zielort angekommen. Hier irgendwo müsste es also sein. Das ist so ein Pokémon. Das sieht unten links sehr nice aus. Was ist denn jetzt? Hey Leon, der Herrscher des weiten Himmels soll irgendwo auf diesem Berg sein. Hier stürzen über riesige Felsen herab, was wir suchen nicht gerade ungefährlich macht. Wenn dich so einer trifft, wirst du garantiert weggeschaltet. Aber wenn du auf diesem Ding reitest, kannst du ihn vielleicht einfach standhalten. Ja. Ist schön, aber ich möchte dieses Pokémon suchen. Nee, du bist nur ein Traumagil. Hier unten vielleicht würde ich wieder hochkommen. Nee. Hoffentlich ist dieses Pokémon überhaupt hier unten. Und was bist du? Du siehst auch aus wie ein neues Pokémon. Es ist Minecraft-Skelett. Kyosali. Das ist nicht sehr effektiv. Warum? Das hat aber trotzdem viel Schaden gemacht. Und das hat fast gar nichts gemacht. Nochmal ein Erschan. Es hat aber auch irgendwas von einem umgedrehten Pilz. Ich bin immer noch so fasziniert von der Grastextur, wie gut die ist. Hoffentlich entwickelt sich Geosali, Steinsalz, Pokémon. Mit jedem Schritt schabt sein Körper am Boden und hinterlässt dabei Salz. Sein Körper stellt jedoch kontrolliert neues Salz her. Wie nenne ich es? Minecraft. Ja. Aber du kommst trotzdem in eine PC-Box. Geosali. Aber ich hoffe, ich finde hier dieses eine Pokémon. Weil ich finde, das sieht sehr interessant aus. Hier müsste es eigentlich sein, aber ich würde dann auch jetzt eigentlich sagen, das war's mit dem Video, Pinguin. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Macht's gut und ciao.